So, bevor wir den Turm angreifen, suchen wir uns mal ein bisschen Tarnung. Es wäre fast kriminell, boah, ist das laut hier. Wo ist es? Ne? So, ich laufe nicht grundlos herum. Ich suche nämlich gerade einen Augenzeugen oder einen Marktschreier. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zum Assassinenpunkt da. Ist ja auch in der Nähe. Ist ja alles auf alles weit weg. Ja, noch so ein Irrer. Gut, das funktioniert nicht. Ich gehe außen rum. Er wird seine Gründe haben, schätze ich. Die Bürger helfen. Heute früh erst hat eure Mutter euren ganzen Trupp hier bedient. Ihr seid nicht allein, Al-Qadassim. Und ihr müsst keine Angst haben. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. Das ist ein Grieche. Das war ein griechischer Name, glaube ich. Ja, mein Templerkenntnis stand das Maximum. Ich würde das ja gerne tun. Ich kann's. Jetzt kann ich's. Das Spiel muss mir die Sachen auch bieten. Wenn es mir die Sachen aber nicht anzeigt, dann kann ich es auch nicht machen. Ach Mensch. Ezio, Klimmzüge gibt's zu Hause. Ah, da kommen wir nämlich gerade dort durch. Tot. Elender Dieb! Lass die Toten in Frieden! Ah, wie könnt ihr es wagen? Das ist Unrecht! Die Toten sollen dienen. Wer wagt es, mich anzugreifen? Endlich erhebt sich jemand! Den Pacto, bravo! Und schon fliehen sie alle, weil ich geschossen habe in die Richtung. Schön. Ezio, der Fehler Auditore. Was zum Teufel? Ich gebe Fersengeld. Wie kann man sich nur zu so etwas herablassen? Die schauen sich erstmal alles an, ne? Bleiben da stehen, während die kämpfen hier. Und Ezio schießt voll in die Richtung der Masse. Und dann rennen sie alle weg. Schön. Schönes Detail. Das muss ich sagen. Das hat Spaß gemacht. Aber bitte noch ein Augezeuge. Noch ein Teilchen. Ich mach dich aus dem Staub. Die Leute sollen schon wissen, was passiert, wenn es einen Schuss gibt. Ich bin unschuldig. Ich will nicht sterben. Nicht gut bewaffnet, nicht?
Schnimmel! Jetzt verlässt euch der Mut, ja? Ich find's cool, dass ich nicht die Arbeit machen muss. Ja, die brauchen das Geld aber nicht. Ezio war jung und brauchte das Geld Auditore. Jetzt können wir das Ding angreifen. Wobei... Ach ne, der Kenntnisstand ist ja nicht auf 0, ne? Muss wohl erstmal auf 0 gehen. Damit es aufhört. Ah, da muss ich wohl noch ein bisschen arbeiten hier. So, laufen wir noch mal ein bisschen rum. Irgendwann kommt der Nächste. Ups. Aber ich muss sagen, es ist ziemlich viel Hintergrundrauschen, was Sprache und so angeht. Also es ist recht laut. Wenn ich sehe, wie diese schöne Stadt von den Assassinen niedergemacht wird. Wir waren es nicht. So, jetzt können wir es angreifen. Das heißt, wir haben ganz kurz Werbung für unsere Auditorbank gemacht. Suff. Ich will nicht sterben. Ich muss fort von hier. Borisin, ich habe nichts damit zu tun. Der Großmeiler. Ich muss hier weg. So renne ich da in die Richtung. Ich musste da. Sehr gut. Gnade! Gnade! Macht nur so weiter. Rennt um euer Leben! Gefunden! Stirb! Gerade vor, als wäre ich in einem anderen Spiel. Das ist irgendwie so Final Fantasy oder Tekken. Irgendwie, ja, Tekken. Ein Tekken Tag Tournament hier mit diesen ganzen Animationen. So. Jetzt können wir es angreifen, glaube ich. Naja, Tante Funda muss er erstmal finden. Phosphor, trinkt Ezio zum Frühstück. Auditore. Dazu beißt das Stück Kohle und nimmt das Geld. Die Dächer sind scheiße, ganz ehrlich. Also ich habe noch nie so schlechte Dächer gesehen. Gefallen mir überhaupt nicht. Der Architekt hat überhaupt keinen Sinn für Mode. Der hat sie doch nicht alle beisammen. So, dann wollen wir mal den nächsten Turm angreifen. So, diesmal mal von unten. Hübsches Versteck. Ist immer gut, gründlich zu sein. Moment.
Der Übertreiber, ich krieg jetzt schon über... Der Übertreiber, schön. Okay, einer meiner Schergen hat ihn erwischt. Die sind lustig, so steif. Oh, der Timing, das Timing ist immer toll für solche Texte. Julianischer Hafen. Ein kleiner Hafen am Südende. Es war einmal ein kleiner Hafen am Südende der Halbinsel, der sich ins Marmarameer öffnete. In den frühen Tagen Konstantinopels wurde der Julianische Hafen wegen der Nähe zum Hippodrom und zum später aufgegebenen großen Palast im Osten trotz seiner geringeren Größe vor allem von der kaiserlichen Familie genutzt. Zur Zeit der Osmanen, vor allem nach Eröffnung des großen Bazars an der Nordküste der Halbinsel, war es für die Händler einfacher, ihre Ware über die nördlichen Häfen der Stadt zu transportieren. Dadurch und durch den Umzug des Sultans in den Topkapi-Palast auf dem ersten Hügel wurde der Julianische Hafen immer unattraktiver. Gut, der Turm ist unser. Hier treibt der Teufel sein Unwesen. Es ist nicht mehr sicher. Der Teufel ist richtig, trägt weiß und seine Schergen sind rot. Das haben wir ja richtig gut gelöst eigentlich. Fast komplett unentdeckt an den Türmen vorbei. So, hier ist auch ein Punkt für Assassin-Zeug. Suche ich mir aber gleich auf, jetzt wollen wir uns den nächsten. Alter, wir kriegen... Ich habe das Gefühl, das Spiel ballert uns gerade mit Assassinen zu. Hast keinen Assassin, kriegst du einen von mir. Es gibt schon Bettler, die sagen, hast du mal einen Assassin? Gibt eine neue Droge auf dem Markt, nennt sich Ezio Auditor. Die nimmst du aber auch nur einmal. Alter! Tu mal nicht so, als wärst du hier AD. Sorry. Hallo ihr da, könnt ihr mir helfen? Wo liegt das Problem, Amico? Es gibt eine Verrückte in diesem Bezirk, die Leute mit kleinen Silbermünzen verflucht. Verflucht? Naja, nicht direkt verflucht. Es sind byzantinische Münzen. Sie steckt sie einem in die Tasche, wenn man nicht aufpasst. Und ich finde das gar nicht lustig. Tolles Bild. Die Bettlerin. Verfolgen und fangen Sie die Bettlerin. Behaltet euer Beinkleid an. Ich sehe mal nach. Ziel identifizieren. Ist das Feuer? Ja. Gut, da läuft eine Bettlerin rum. Was wäre denn hier die volle Synchronisation? Gar nichts. Du entwischst mir nicht. Wache!
Firma, halt! Gold! Dram! Dukaten sogar! Oh. Dukaten? Gold! Aus dem Weg! Zahltag! Oh ja, ja! Moneta! Denaro! Huch! Hab ich sie erwischt? Ein hübscher Trick, Männern wertlose Münzen in die Hose zu stecken. Wurdet ihr denn nie erwischt? Nicht einmal. Obwohl ich auch ab und zu Geld genommen habe. Aber nur, wenn ich hungrig war. Es gibt bessere Anwendungen für diesen Trick. Kämpft für die Assassinen. Kämpft für die gute Sache. Nun, es wäre schön, Teil von etwas Größerem zu sein. Evette, ich werde an eurer Seite kämpfen. Ich habe hier, glaube ich, voll die Beine weggezogen mit dem Brecheisen, ne? Sie ist voll hinten, mit dem Kopf hinten gegen geknallt. So, boah, jetzt sind wir ja schon richtig gut ausgestattet. Ja, dann gehen wir mal dahin. Hi. Ich würde gerne jetzt schon mal die Assassinen überprüfen. Also erstmal hier und dann da auch. Das ist eine Truhe, Ezio. Das ist eine Truhe, Ezio. Das ist eine Truhe, Ezio. Krähenfüße. Geld, das interessiert Ezio. Das andere ist unwichtig. Ist ja schon wieder ein Unterschlupf. Ich finde nur Unterschlüpfe. Gut. Wir haben also neue Assassinen. Die Kapuzen behalten sie anscheinend nicht, aber immerhin die Frisuren werden besser. Also ein bisschen besser. Der ist immer noch weg. Wird wohl irgendwie nichts mehr. Achso, nochmal auf B. Wir haben Assassinen der Stufe 1 wieder. Die hätte ich gerne zumindest irgendwo anders. Könnten wir Alexandria versuchen mal zu übernehmen. Das kann mal der machen. Achso, der kommt erst wieder mit der Story. Das muss das Spiel aber auch sagen. Das wird es natürlich erklären. Das reicht erstmal. Wir machen die stark. Wir machen die richtig stark. Wir machen die so stark, dass sie wieder alles wegballern, was geht.